Magnetismus hilft Menschen schon lang, sich mit einer Kompassnadel orientieren zu können. Magnetfeldmessungen auf der atomaren Ebene bieten ganz andere Möglichkeiten. Oliver Ambacher entwickelt mikroskopisch kleine Sensoren, die schwächste Magnetfelder anzeigen. Diese versprechen nicht nur eine präzisere Navigation, sondern ermöglichen die Fehlersuche bei defekten Festplatten und nanoelektronischen Schaltungen und Verbesserungen in der Medizintechnik. Bei den Festplatten ist es so, dass die Nullen und Einsen, die ja auch kleine Magnete sind, immer kleiner geworden sind, weil die Speicherdichte gestiegen ist. Und da ist man im Moment bei Abmessung von 20 Nanometer. Und der Fortschritt ist hier mit diesem kleinen Elektron, was man drüber führt, kann man Fehlabfolgen erkennen und auch reparieren. Und dann wissen wir ja, kleinste Magnetfelder werden auch gemessen bei der Kernspintomographie, also in der Medizintechnik. Und auch da können unsere Entwicklungen dazu beitragen, die Empfindlichkeit dieser Maschinen zu verbessern oder auch schneller zu messen, damit man in einem Kernspintomograph zum Beispiel nicht so lange ruhig liegen muss. Ein einzelnes Elektron ist bislang der kleinste genutzte Sensor, mit dem man magnetische Felder messen kann. Um es kontrolliert zu bewegen, sollen kleine Diamanten sozusagen als Halterung dienen. Diamant ist ein kubischer Kristall aus Kohlenstoffatomen. Wir haben hier ein Modell. Die schwarzen Kugeln sind Kohlenstoffatome und die schichten wir Schicht für Schicht aus Methanmolekülen übereinander. Das passiert in einer plasmainduzierten Abscheidung in einem Reaktor bei 800 Grad. Um das Elektron bereitzustellen, was ja als magnetischer Sensor fungieren soll, nehmen wir Stickstoff. Stickstoff hat ein Elektron mehr als Kohlenstoff. Das heißt, wir schichten die Kohlenstoffatome übereinander und kurz vor der Oberfläche gibt es eine Lage Stickstoff. Dann wird nochmal 10 Lagen Kohlenstoff drüber gesetzt. Das heißt, wir haben eine Lage Stickstoff dicht unter der Oberfläche. Dann schießen wir mit einem Elektronenstrahl senkrecht dazu. Und da, wo der Elektronenstrahl die Stickstofflage trifft, werden Kohlenstoffatome weggeschlagen. Diese Kohlenstoffatome, die fehlen, bilden eine Mulde für Elektronen. Und dann fällt ein Elektron von einem Stickstoffatom in die Mulde. Und das ist das Elektron, mit dem wir letztendlich messen. Der erzeugte Diamant ist reiner als jeder Naturdiamant. Er ist groß genug, um ihn unter dem Elektronenmikroskop zu untersuchen und zu erkennen, wie gut er sich als Sensor zur Magnetfeldmessung eignet. Der quantenmechanische Mechanismus ist, dass das Elektron wohl definiert in einem Energieniveau sitzt und ist magnetisch. Wenn jetzt ein äußeres Magnetfeld kommt, wird dieser Magnet, dieses Elektron, ein bisschen weggedrückt oder ein bisschen angezogen. Das heißt, mit der Stärke des Magnetfelds, was wir messen wollen, sehen wir eine Energiedifferenz zwischen zwei elektronischen Niveaus. Und das kann man sehr genau mit Hilfe von Mikrowellenstrahlungen ausmessen. Der Bau von Sensoren mit Hilfe von Diamanten zeigt, wie wichtig die enge Vernetzung der Freiburger Forschungseinrichtungen ist. Von Forschungsideen bis hin zu funktionierenden Prototypen ist alles machbar in Freiburg. Viele dieser neuen Ideen kommen über die Forschungsprojekte der Universitäten, die Grundlagenforschung machen. Und wir versuchen ja als Filter zu fungieren, die besten Ideen Richtung Innovation zu treiben am Fraunhofer-Institut. Und da ist uns die Uniklinik oder auch das IMTEC oder das INATEC an der Uni Freiburg eine große Hilfe. Die Diamantensensoren aus Freiburg haben das Potenzial, die Bildgebung schwächster Magnetfelder zu revolutionieren. Das würde helfen, Festplatten zu retten, die man bislang wegwerfen musste, in der Medizin Zähne zu untersuchen, wo man heute noch gesundheitsschädigende Röntgenstrahlen einsetzt, und kleinste Krebswucherungen zu erkennen, die bisher nicht diagnostizierbar waren. Und die Quanteneffekte in Diamantkristallen können vielleicht auch der Schlüssel für die Quantencomputer der Zukunft sein. Wir versuchen mithilfe des Diamantens genau der gleiche Trick in der Quantensensorik, Speicher zu entwickeln, die bei höheren Temperaturen quantenmechanische Zustände bereitstellen können, die man dann nutzen kann, um Informationen zu speichern. Und das ist eine ganz spannende Sache, von der ich auch ausgehe, in 5 Jahren wird man die ersten kleinen Speicher demonstrieren können und probieren können, ob das auch für die technischen Anwendungen in Firmen oder an Universitäten Vorteil bringen kann. Die weltweit in der Entwicklung befindlichen Quantenrechner lassen sich nur bei Temperaturen unter minus 270 Grad betreiben. Die Freiburger Diamantentechnik ist auf dem Weg, Quantenarithmetik bei Zimmertemperatur zu ermöglichen.